schön, dass Sie alle den Weg hierhin gefunden haben. Der Main-Track ist ja wahrscheinlich ein bisschen voll. Ich werde etwas erzählen über Best of Breed in der Cloud, wie bereits angekündigt. Und versuche eine kurze Einleitung zu machen, wie es dazu kommt. Es geht ja primär um. Zuerst zu meiner Person. Ich bin Mittelhaber von der Affin Cycle. Ich bin Mittelhaber von Pep Security. Ich mache also diverse Dinge. Ich mache hauptsächlich Business Development und Strategie und Cloud Solution Architects. Also die Cloud ist so mein primäres Thema, womit ich mich beschäftige, Tag ein, Tag aus. Nebst dem ganzen Daily Business, das man sowieso auch zu bewältigen hat. In einer Firma wie wir. Zuerst noch ein paar Worte über die Affinis Sci Group. Für diejenigen, die sie nicht kennen, wir sind schon 15 Jahre am Markt, machen seit eh und je Linux- und Open-Source-Dienstleistungen, Managed Services, haben Teams in Bern, Basel, inzwischen Zürich. Das Team in Zürich ist eher klein. Wir machen System Engineering, Operations und Software Development und alles im Bereich Linux- und Open-Source-Software. Und sind da ziemlich gut aufgestellt und sind an jedem Open-Source-Event in der Schweiz vertreten, meistens auch als Sponsor, eigentlich fast immer. Irgendwie kann man gar nicht mehr anders. Wenn man eine Position hat, die wir haben, muss man jeden Event sponsoren, ob man will oder nicht. Nur ganz kurz, wir haben eine ziemlich große Kundenbasis mit vielen großen Kunden, auch viele kleinen Kunden. Wir sind eher fokussiert auf die großen Kunden inzwischen, da wo auch die Cloud eher ein Thema bedeutet heutzutage. Die Early Adopter in puncto Cloud sind eher die Enterprise, die auch ein bisschen Kleingeld haben, um mal ein POC zu fahren und auch mal einen Test zu machen. Fühlt sich? Gut, dann tauchen wir ein. Get rid of vendor locks. Das ist grundsätzlich Tenor die letzten Jahre. Also die IT bewegt sich Richtung Open Source, Richtung offenen Standards. Wir haben offene APIs, wir haben offene Plattformen. Die Kunden werden unabhängiger und versuchen weitere vendor lock-ins zu verhindern. Man spürt auch sehr stark Trends gegen Oracle und gegen solche Firmen, die extrem proprietäre Kurse fahren, die die Kunden versuchen einzuschließen und damit auch aggressiven Audits dann auch ihr Geld verdienen. Auch Closed Silos sind eigentlich outdated. Also man baut heute, wenn immer möglich, keine Silo-Lösungen mehr, sondern man versucht es in eine bestehende Umgebung voll zu integrieren und baut eher modulartige IT. Das ist alles noch. Also es ist einfach ein Trend, den wir sehr stark spüren bei allen großen Firmen und generell Startups. Startups fahren sowieso neue Strategien. Der Monopoly Attitude, wie ich es da nenne, ist sehr unbeliebt geworden. Also man will sich nicht mehr von großen Monopolisten einschließen lassen und versucht nicht zwingend, außer vielleicht der Bund, der macht das immer noch sehr, sehr konsequent, mit umfangreichen Enterprise Agreements mit Microsoft dann einfach nichts mehr zu machen als das. Ist auch okay, schlussendlich wird das nicht die Zukunft sein, es läuft definitiv in eine andere Richtung und auch die großen Softwarehersteller werden, je länger sie mehr auch gezwungen sein, genau diese Richtung einzuschlagen und diese Lösung zu supporten. Wieder eine Oracle als Beispiel, die nenne ich sehr gerne als Beispiel. Weil es das Negativbeispiel ist, schlechthin. Auch die werden sich öffnen, auch die werden offene Schnittstellen bauen, auch die werden Richtung offene Lösungen gehen, etc. Ich habe sehr gute Informationen von CIOs im Bereich Fortune 100, also die größten CIOs, die größten Firmen der Welt, die CIOs davon. Und da gibt es ein Ranking. Die Informationen sind sehr confidential, also ich habe das von einem CIO gekriegt, der auch Fortune 100 CIO ist. Und da gibt es ein Ranking über Beliebtheit der Lieferanten. Und das ist sehr interessant, wie das jetzt aussieht. Ich muss nicht erwähnen, wer zu uns steht. Dann, everything becomes software-defined, das ist auch so ein Trend. Also eben, wir haben software-defined storage, software-defined networking, software-defined everything.
Und das ist auch eines dieser Indizien, dass wir Richtung offenen Standards gehen und Richtung Abstraktion etc. Engineering and Integration becomes more important. Also einzelne Produkte, die aus ganzer Stack geliefert werden, sind nicht mehr so populär. Also das heißt, es wird wirklich sehr stark modular eingekauft. The future is cloudy. Das ist einfach so ein Statement, würde ich mal sagen, das stimmt. Es wird noch eine Weile dauern. Deswegen die Frage, are we ready? Fast. Wir haben viele offene Technologien. Die ganze Cloud-Umgebung baut auf offenen Technologien auf. Wir haben OpenStack, wir haben Cloud Foundry, wir haben generell Open Source Programmiersprachen, Scripting Languages etc. 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 Alles ist irgendwo, von allem gibt es offene Module, es gibt offene Lösungen und schlussendlich sind das alles Werkzeuge, die man benutzt, um Clouds zu bauen. Und man hat auf jedem Layer der Cloud hat man verschiedene Möglichkeiten zu wählen, wo will man hin. Man nimmt Puppet, Ansible, der Chef. Man nimmt verschiedene Linux-Derivate, Red Hat, SUSE, Ubuntu. Man hat auf jedem Layer hat man diverse Möglichkeiten. Man nimmt einen Apache oder man nimmt einen Nginx oder sonst einen Webserver oder einen JBoss oder einen Tomcat. Also überall hat man Flavors. Überall hat man Flavors. Nicht überall. Die Cloud ist fast ausschließlich x86 basierend. Da fragt man sich, one size fits all. Trifft eigentlich normalerweise bei nichts zu. Wieso soll bei der Architektur eine einzige Architektur für alles funktionieren? Und jeder weiß, wir haben natürlich, ich muss schon schauen, was die nächste Folie ist. Ja. Jeder weiß, es gibt viele verschiedene Architekturen. Es gibt auf Unix gibt es HP hat eine spezielle Architektur, dann gibt's auch, es gibt noch Itanium, es gibt Spark von Oracle, es gibt verschiedene Architekturen, die sind alle sehr closed, sehr proprietär, meistens sehr stack-basiert, man hat einen kompletten Stack, den man damit betreibt. Und das ist auch sehr stark enterprise-lastig. Startups, ich habe noch nie ein Startup gesehen, dass ich einen Oracle Spark Server kaufe mit Solaris. Wer macht sowas? Macht keiner. Wer baut sich eine Cloud auf damit? Macht heute keiner. Man kann auch gar nicht. Wie soll man? Ich meine, Sun hat mit Zones und ihrem Solaris schon früh sehr stark Richtung Virtualisierung und Container basiert etc. Das ist alles sehr, sehr spannend, aber sehr stark in diese Richtung getrieben. Auch eine IBM hat schon seit 20 Jahren Virtualisierung und auch Containersysteme. Und lange Zeit, oder beziehungsweise Status Quo heute ist, Amazon läuft auf x86, Rackspace läuft auf x86, Azure x86, alles x86. Also was fehlt? Wir haben echt keine Wahl bei Commodity Hardware. Es spielt aber keine Rolle, was man kauft heutzutage. Kaufe ich Dell, HP, Lenovo, Acer, spielt keine Rolle. Es sind überall dieselben Chips, überall ungefähr dieselbe Technologie und performt alles ungefähr gleich. Alle versuchen sich zu positionieren und sich abzusetzen mit irgendwelchen Spezialitäten, die sie da noch eingebaut haben. Aus meiner Sicht alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Und somit man macht eine Ausschreibung oder man macht ein Einladungsverfahren, wo es darum geht, zum Beispiel 100 Server einzukaufen oder irgendwie, sagen wir mal, 1000 Cores oder sowas. Und wenn lädt man ein, sämtliche x86 Serverproduzenten. Die genannten, wenn man so will. Nur x86 ist weit weg die beste Architektur. Überhaupt nicht. Die hat sich einfach durchgesetzt. Wie Windows NT war niemals das Beste. Hat sich durchgesetzt. Von daher fragt sich, wieso ist das überhaupt so und soll das auch so bleiben? Es gibt diverse Workloads, die mit anderer Architektur deutlich besser performen würden. Das müssen jetzt nicht Mainframes sein. Also es darf schon auch so sein, dass es noch benutzbar ist. Bisher war einfach das Problem, wir hatten
Systeme und Risk-Architekturen, die waren wirklich auch proprietär geschlossen, da konnte man nichts weiter drauf machen, als das, was offiziell supported war, als das, was der Hersteller damit vorhatte, als die Applikationen, die darauf basierten, etc. Man war nicht sehr unabhängig, was man damit macht. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, die Preise waren jenseits. Niemand hat sich das überlegt, ob man jetzt einen einzelnen Server mit ungefähr gleich viel Cores für 30.000 oder für 5.000 kauft. Dann jeder den 5.000er x86. Ist ja logisch. Man überlegt sich auch gar nicht, was habe ich da für Unterschiede. Was macht das überhaupt aus? Man sieht, ich habe so viel Gigahertz an CPU-Frequenz und ich habe so und so viel Cores und so viel RAM. Und man überlegt auch gar nicht, habe ich da Unterschiede gehabt. Man sieht einfach Zahlen nach den Zahlen. Es hat sich aber was geändert. Und da muss ich ehrlich sagen, da kann man eine eigene Grenze winden. Sie haben ihre Power-Plattform geöffnet. Ich hoffe, da ziehen auch noch andere nach. Sie haben die Open Power Foundation gegründet. Übrigens ist Google Gründungsmitglied der Open Power Foundation, plus noch ein paar andere. Das ist also nicht ein IBM-Ding, das IBM es alleine macht, sondern das ist wirklich eine Foundation. Da sind verschiedene Firmen sind da involviert und die Architektur wurde geöffnet. Sie ist jetzt nicht Open Source. Sie ist einfach offen, man kann sie lizenzieren. Aber jeder darf CPUs produzieren, jeder darf Server produzieren. Jeder darf damit mehr oder weniger machen, was man will. Daraufhin haben sich die Enterprise Linux Hersteller aufgerafft und ihre Big Endian Distribution umgebaut zur Little Endian Distribution. Ich bin mir nicht sicher, ob jedem klar ist, was genau der Unterschied ist. Also grundsätzlich ist es einfach eine kleine Architekturfrage, wie Memory angesprochen wird. Und standardmäßig ist Big Endian für Unix genutzt und deswegen sind auch alle RISC und Architekturen bisher mit Big Endian ausgerüstet. Powerform von IBM kann beides. Und es gab einfach nur, und anstatt dass man, wenn man eine Big Endian Linux-Distribution hat, dann kann man nicht einfach Software 1:1 cross-compilen und dann auf Power betreiben, sondern man muss es tatsächlich leicht umbauen, dass es auf einem Big Endian System funktioniert. Wir haben jetzt Little Endian Distribution. Eine der ersten war die SUSE. Ubuntu war auch sehr, Canonical war auch sehr früh im Start. Red Hat braucht ein bisschen länger. Wieso auch immer, sind da die größten. Auf jeden Fall sind jetzt alle großen Enterprise Linux Distributoren sind aufgesprungen, haben eine Distribution gebaut, die Little Endian ist. Portieren Software bzw. cross-compilen. Das Einzige, was man mit fast allem tun muss, ist, das Ganze auf Power nochmal zu kompilieren. Mehr ist gar nicht nötig. Die Preise haben sich verändert stark. Also IBM und IBM ist einer der Verkäufer von der Power 8 Architektur. Es gibt noch Teilen und es gibt noch andere, die Server bauen mit Power 8 CPUs. Das heißt, das soll genau in die gleiche Richtung gehen wie x86 auch, wo man dann eben verschiedene Hersteller hat, die das in Massen produzieren und die dann nicht auf Architektur-Level konkurrenzieren, sondern quasi auf ihren Produkten und die Architektur wird quasi entschieden. Also der Einkaufsprozess verändert sich übrigens auch, sobald man Multi-Architektur hat. Und somit sind die Preise inzwischen sehr stark vergleichbar mit anständigen x86-Boxen. Das hat sich... Das ist nicht mehr so weit voneinander entfernt. Linux und Power, wenn es noch niemand gesehen hat und noch niemand benutzt hat, also wir haben übrigens ein paar von den Boxen, also wenn sich jemand interessiert, kann man das gerne auch mal zusammen anschauen, fühlt sich genau gleich an. Macht genau das Gleiche. Ist dementsprechend ein sehr volatiler Ersatz für x86, kommt darauf an, auf welche Workloads man benutzt. Und deswegen rot integriert nativ in Cloud Environments. KVM läuft perfekt und mehr als ein KVM Hypervisor braucht es an sich für einen OpenStack zum Beispiel nicht. Sofern der Nova-Treiber das auch unterstützt. More density through better architecture, das ist einer der Slogans quasi.
Wie sieht heute die typische Cloud aus? Ich habe es gesagt, etwa so. OpenStack ist quasi schon gesetzt. Wenn es um Cloud-Software geht, habe ich noch selten eine Diskussion mitbekommen, wo man darüber diskutiert, ob man vielleicht doch CloudStack oder sonst was nehmen will. OpenStack ist the way to go. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gemacht, genau darüber, und habe genau gesagt, OpenStack wird sein. Es ist jetzt auch so. Es war auch noch nicht wahnsinnig, das war auch nicht wahnsinnig weit weg damals. Also, kann man sich schon gut vorstellen. Und man sieht hier, das ist so der typische Hypervisor-Layer. Jede Menge x86-Server, das können hunderte, tausende sein, spielt überhaupt keine Rolle. Der Infrastructure as a Service Layer oben drauf, OpenStack, klassisch, Software-Defined Storage, Networking, Orchestrierung, Scale-Out, etc. etc. Der klassische OpenStack-Layer, oben drauf Services, Platform as a Service, und dann der Service-Katalog oder nochmal ein Cloud-Service-Broker, der nochmal andere, der Public Cloud Syndication macht, etc. Also der ganze Stack, der bleibt immer etwa gleich. Auf all den Layers hat man jede